Ja, vielleicht. Oh, ich könnte mal wieder so eine Schnellreise benutzen, ne? Ah, oh, das Ödland hat mich wieder. Es gibt noch so viele Dinge, die es noch zu erkunden gibt. Mindestens drei, vielleicht auch dreieinhalb. Wir lassen uns mal davon weitläufig überraschen. Wir möchten gerne mit Ellie reden, weil die gute Ellie hat uns ja auf diesen Auftrag geschickt. Und deshalb sollten wir auch davon berichten, wenn der Auftrag beendet ist. Einfach damit sie Bescheid weiß, damit sie weiß, es einen Abschluss gibt, damit sie das auch in den Büchern so vermerken kann, damit auch die Herrschaften von der Steuerfahndung da nichts zu meckern haben. Weil die fahren natürlich immer nach Steuern von erledigten Aufträgen, weil da ist die Mehrwertsteuer einfach anders. Wenn man Aufträge nicht erledigt, zahlt man weniger Mehrwertsteuer, als wenn man sie erledigt wahrscheinlich. Oder andersrum, ich kenne mich mit Steuerrecht nicht so aus, dafür bin ich schließlich ein Buchhalter. Und der hält jetzt natürlich nur ein Buch und sagt kein Wort. Danke. Ein Fluchhalter, der sich an einen wirren Fluch hält. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich muss einmal zu. Zur guten Ellie. War die hier? Nein. War die. Hier? Hier hinter rein? Hier! Genau, da geht es nämlich Aber zur kein Scheiß. Detektei. Ich bin dir echt dankbar, dass du geholfen hast. Naja, das finde ich super. Das ist deine Dankbarkeit. Deine Dankbarkeit ist das, was mich am Leben hält. Das wollte ich dazu mal sagen. Und nichts anderes. Du Ellie! bist zurück. Wie ist es mit dem Nakano-Fall Alle gelaufen? tot. Ich habe sie alle hingerichtet, wie du es mir befohlen hast. Oder ich habe bald die Ich Tochter habe Kenjis bekommen. Tochter in einer Sündzuflucht im Norden bei Far Harbor gefunden. Sie ist wieder zu Hause, gesund und munter. Das ist toll. Wir haben nicht oft gute Neuigkeiten für die Menschen. Schöne Abwechslung. Ja, Ich ne? danke Finde ich dir für auch deine gut. Mitarbeit. Ich wusste, dass etwas Gutes dabei rauskommen würde, als du dich mit Nick zusammengetan hast. Da Das konnte tut nur was mir Gutes bei rauskommen, weil wir Hirnspinnase. beide gut Ich will sind. dich nur auf Trab halten, Nick. Das ging gar nicht anders, dass da nichts Gutes dabei rauskommt, dass da was Gutes bei rauskommt. Es ging nicht, dass da nichts Gutes bei rauskommt, behaupte ich. Das postuliere ich jetzt einmal. Man möge mich postulieren lassen. Dafür habe ich nicht meinen Postulierlöffel Danke nochmal für mitgebracht. den Arcane-Fall. Ja, Man kann sicher, nie warum nicht? wissen, wohin ein so schwierige Fälle führen. Habe ich Rob Ja. Profan nicht schon vor langer Zeit mal mitgenommen? Ich könnte fast schwören, ich hätte. Aber nur fast. Womöglich habe ich es ja offenbar nicht, weil es da immer noch rumliegt. Und es ist einfach respawned und es taucht ungefähr 800 Mal auf. Und respawnt immer und 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 immer. Wieder. Kann ja sein. Ich schließe es nicht aus. Habt ihr auch. Ach, da war ich hier, genau. Ich wollte gerade fragen, habt ihr auch eine Tür? Nimm sonst die durch, die du reingekommen bist, du Dorsch. Natürlich gibt es da eine Tür. Hauptsache dumme Fragen stellen, der Trottel. Sagte er und zeigte mit dem Daumen beiläufig auf sich selbst, weil er die dumme Frage stellte. Da ist wohl jemand ansässig. Das finde ich ja interessant. So, jetzt aber. Nämlich und pass auf. Datenwiderstellung wird nie funktionieren. Auch nicht, das finde ich doof. Besorge Adrian Finch schwer auf Saugus Ironworks. Hangman's Alley, sprich mit Preston Garvey, bricht den Siedlern. Das möchte ich nämlich machen. Ich möchte so ein bisschen in der Hauptmission fortschreiten, dass ich glaube nicht, dass das schon die letzte Mission der Hauptmission ist, wenn wir Wirgel im leuchtenden Meer finden, der gute Schmirgel. Und deshalb leuchten wir da mal hin. Was sagt mein Inventar? Das ist bald voll. Und ich habe ein Level up. Sachen gibt das, die gibt das. Das ist ein altes Sprichwort, ich zitiere es nur. Okay, ein weiteres Perk. Was haben wir hier? Das Glück ist ja all. Jeder Treffer im Wert hat eine Chance, eine kritische Leiste zu füllen. Kritisch. Als geduldischer, vor allem geduldiger Schlachtfeldtaktiker, kannst du dir einen kritischen Treffer aufsparen, um ihn in Zeiten der Not im Wert einzusetzen. Fortgeschrittenes Training für verbesserte Kampfeffizienz. Kritische Treffer sorgen 50% mehr zusätzlichen Schaden, was auch geil ist. Aber die kritischen Treffer hat man nicht so oft, sage ich dazu. Nicht so oft. Du nimmst weniger Schaden durch Essen und Trinken auf. Du bist charmant und gefährlich. Frauen erleiden 15 mehr Schaden im Kampf und sind einen Dialogen einfach zu überreden. Ich überrede doch so gerne. Nehme ich das doch. Ich bin Ladi-Killer. Ladi da, sage ich dazu nur.
So, pass auf, Inventar leeren kann ich doch. Ist jemand verschwunden? Total. Kann ich doch eigentlich auch. Habe ich mein das Haus hier schon gekauft? Ist das? Auf Abstand, verstanden? Leck mich. Man kann hier doch ein Haus kaufen. Ich habe das immer noch nicht gekauft, ne? Warum eigentlich nicht? Hier ist das doch. Ich habe den Schlüssel nicht. So kann ich natürlich mein Inventar nicht leeren. Ich glaube, um das zu kaufen, muss ich ins Büro. Ich gehe mal dahin und guck, was der Laden kostet und guck mir den mal an. Und dann werde ich schon wissen, ob sich das lohnt. Nicht wahr, Nick? Weil so eine eigene Hütte hier in der Stadt wäre eigentlich recht neues. Neues wäre das. Neues in, keine Ahnung, ist Neues nicht eine Stadt in Eulenburg an der Fitzroy? Ich glaube schon. So, wir fahren da halt schön ran. Das ist natürlich sehr komfortabel. Das ist, glaube ich, mal zum Tribünenputzen hier gedacht, die Plattform. Und jetzt putzt sie mich. Hey, guten Tag. Hallo. Der Bürgermeister ist nicht bereit, über diesen Sündunfug zu sprechen. Solange du also keine Baugenehmigung brauchst, kann ich dir nicht helfen. Und sollte ich nun eine Baugenehmigung brauchen? Wie sieht es damit aus? Mehr über diese Genehmigung. Derzeit ist nur ein Haus verfügbar. Es befindet sich im Stadtzentrum, direkt neben dem Markt. Du kannst die Räume nach Belieben gestalten. Die erforderlichen Werkzeuge für die Herstellung der Einrichtung bekommst du kostenlos gestellt. Ja, kostenlos wird 2000 Kronkorken. Aber seien wir ehrlich, 2000 Kronkorken sind gar nicht mal so viel. Das ist eigentlich ein relativ moderater Preis für ein eigenes Haus. Also, ka-ching, Baby. Ich nehme es. Hier ist der Schlüssel. Dann möchte ich dich mal als Erste im großen grünen Juwel willkommen. Ah, danke. Und dabei sieht sie mich nicht mal an. Wahrscheinlich ist sie so ein bisschen sozial nicht so ganz... Hey, Geneva. Wie auch immer man das nennen soll, da lasse ich den Satz einfach enden. Ich dachte, ich könnte noch mehr fragen, aber es geht wohl nicht. Daher begutachte ich zuerst mal mein Haus. Mein erstes eigenes Haus in dieser Stadt. Ich habe ja andere Häuser, habe ich ja auch schon. Ich habe ja mein eigenes Haus in Sanctuary und habe ja dies und das und ihr wisst schon, und Häuser gebaut und so. Aber mein erstes Haus hier in Bums. Ne? Ernie? Gott, was rede ich da schon wieder? So, Haus, wo bist du, Haus? Ich werde in dir hausen, das ist nur so kracht, Haus. Da werde ich hausen, meine Güte. Salon bekommst du endlich deinen Traumarzt. Da, genau dahin. Ist auch für euch da. Medikamente für jeden. Ist das? Irgendein Geblorpel. Hier haben wir eine Baurüstungsstation, die ist anscheinend für uns zur Benutzung, falls wir sie haben wollen. Ich gehe einfach mal rein. Kaching macht es. Abgeschlossen. Besuche dein Zuhause in der Bums. Werkstatt. Ja. Kann man zum Teil auch. Oh, was steht hier alles rum? Betonziegel. Oh, ein Bett haben wir. Das finde ich sehr knorke. Da können wir weich drin schlafen und uns an anschmiegsame Bettdecken kuscheln und so weiter. Das finde ich gut. Bin ich sehr dafür. Den Schrott nehmen wir mal auseinander hier. Das braucht natürlich keine Sau. Besen. Wer braucht einen Besen? Jetzt seien wir mal ehrlich. Braucht ihr einen Besen? Wofür? Kein Mensch braucht einen Besen. Noch niemals hat sich irgendjemand hingestellt und gesagt, oh, ich bräuchte jetzt aber dringend mal einen Besen. Gibt's einfach nicht, weil keiner einen Besen braucht. Denk mal drüber nach. So, Munitionskissen nehmen wir. Das können wir auch zerlegen. Oh, den Stuhl hätte ich eventuell noch gebrauchen können. Oh, Nuka-Cola wird gelagert. Denn die Äpfel werden gelagert. Es wird zerlegt. Oh, komm, verwerten. Was soll's? Was soll's? Weil den Tisch brauche ich auch nicht. Und hier so ein paar Lübecker Hütchen zwischen den Autoreifen. Wir machen erstmal alles klein. Das ist einfach zu verdauen. Kennt ihr, ne? Leuchtet ein. Sofa. Oh, so ein Sofa lasse ich natürlich gerne stehen. Sofa, so gut. Den Ottomanen nehme ich mal weg. Der steht sonst gleich vor Wien. Ich kenne die Schlawiner doch. Der kann weg. Der kann... Oh, wenn ich vielleicht so eine Fußmatte vor der Tür hat, natürlich auch was Gutes. Hätte ich vielleicht stehen lassen sollen.
Das ist natürlich mal wieder zu spät. Dieser Nuka-Cola-Automat, der wird sich ja besser machen, wenn er hier vielleicht an der Wand steht, so ein bisschen. Aber ich kann ihn nur verwerten. Ich kann den nicht verschieben? Ja, dann muss ich ihn verwerten, weil mitten im Raum soll er bitte nicht rumstehen. Das ist nicht praktisch. Das, den kann ich auswählen. Die Kiste, die kommt hier irgendwo... Ja, hier so hin. Einfach irgendwo an die Seite. Das langt vollkommen. Kann ich hier noch irgendwas reinbasteln? Sonstiges. Totems. Ich werde hier kein Totem reinbauen. Was ist denn los? Was ist denn los? Lampen. Wir brauchen definitiv Lampingionische Aktivismen. Neon Lila? Grün, Gelb, Orange, Rot. Wir nehmen mal Neonrot. Was schreiben wir denn? Wir schreiben mal. Ich weiß nicht, ob es irgendwann Sinn ergibt. Warum ist jetzt ein I? Ah, das ist, verschwindet halb in der Wand. Was soll das denn? Ich wollte da was schreiben. Das soll nicht halb in der Wand. Entschuldigung, aber das geht so nicht. Nein, habe ich das jetzt doppelt hingesetzt? Oh, komm. Tab abbrechen, Enter bauen. So, lagern wir mal. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ich möchte das gerne... Da ist auch lesbar. Also ich probiere es einfach nochmal. Was? Ich weiß immer nicht, was wir schreiben. Ne. Solange kristallisiert es sich heraus, so schreiben wir Alaba. Ich möchte gerne daran anknüpfen. Jetzt steht nur Alabas. Soll ja Alabaster irgendwas. Ach, dazu fehlt mir Glas. Ich habe nicht genug Glas. Was ist los mit mir? Gut, dann steht Alabas. Mir doch egal. Das leuchtet noch nicht mal. Ich muss da noch... Shit. Das leuchtet jetzt, weil alles elektrisiert ist. Ist es aber offenkundig nicht. Nicht Licht, sondern Schalter. Und lange Leitungen brauchen wir nämlich auch. So, guck mal, hier hängen nämlich solche Schalter an den Wänden. Die führe ich einfach mal hier weiter. Wie wäre es denn damit? So, von da geht's hier rum. Geht's hier lang. Und schon fehlt mir Keramik für weitere Schalter. Ich brauche mehr Material hier. Kann ich hier eine Versorgungsroute hinbauen? Geht das? Das wäre nämlich recht knorke. Wäre das möglich? Ah, shit, das passt nicht. Kann ich die ein bisschen weiter darüber schieben? Das kann ich sehr wohl, weil ich cool bin. So, Verbindung passt. Und Verbindung passt. Ah, jetzt leuchtet Alabas auch. Das finde ich gut. Darf gerne weiter leuchten. So, was wollte ich? Material. Hier, kannst du alles hier reinschmeißen. Dann ist das hier. Habe ich Material für Werkbänke zum Bauen? Damit ich werken und gleichzeitig auch banken kann. Kochrät ist gut, Kochstation, Labor, Power-Rüstung. Rüstungswerkbank geht nicht, Waffenwerkbank geht. Ich kann eine Waffenwerkbank bauen. Das finde ich sehr gut. Guck mal hier, die Ecke ist alles frei. Alles frei. Da kommt eine Waffelwerkbank hin. Werden feinste Waffeln gebastelt aus Alabas. So. Wollen wir doch gleich mal gucken, ob wir hier was basteln können. Was haben wir? Haben wir irgendwas an Waffen mitgebracht? Nein, haben wir nämlich tatsächlich nicht. Wechsel immer Escape und Tabulator. Was nicht gut ist, muss ich mir selber einfach eingestehen. Das ist einfach, ich sollte es nicht verwechseln. Oh, hey, die Truhe ist ja voll mit irgendwelchen Kram. Ha, das wusste ich ja gar nicht. Nehme ich natürlich gerne mit. Hier ist auch noch Munition in. Ja, ich bin ein Trottel, warum habe ich das nicht gleich mitgenommen? Und seht ihr auch, was ich sehe? Das zum einen ist da so eine... Kasse, unser Diagnosewagen und Bento, also Beton. Bang, Bang, Tong.
So. Jetzt haben wir aber alles. Glaube ich. Und ich habe auch eine Waffe gefunden. Die muss ich zerlegen. Bin ich doof? War doch gerade noch da. Da, die nehme ich. Huch, habe ich gerade was Falsches Ach, ich lagere schon wieder. Oh, ich dachte, ich hätte irgendwas zerlegt gerade. Ich lagere nur. Das tut ja nicht nur. Super Dietmar kommt natürlich mit auf Reisen. Ich bin... Irgendwie bin ich so ein bisschen aus der Steuerung raus. Kann das sein? So, herstellen. Genau, Herstellung. Und dann wird nämlich das zerlegt. Eiskalt. Und das auch. Da sammle ich lieber die leckeren, süßen Einzelteile und labe mich an ihnen. So. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. Dann können wir nämlich auch wieder auf Reisen gehen. Wie der Herr sagt. Der feine Herr. Der sagt auf Reisen. Mhm. Da gehen wir hin. Wo auch immer dieser Reisen ist. Aber wir gehen drauf. Wir gehen auf jeden Fall drauf, Baby. Was wollte ich nochmal gleich machen? Stimmt. Stimmt. Im leuchtenden Meer. Volt 95 war ich schon? Ja. Aber Robotics Pioneer Park ist am nächsten dran. Ich frage mich gerade, ob ich... Wie weit ich meiner bleiverkleideten Powerrüstung bin. Ich muss einfach mal nachgucken, sonst bringt das ja nichts. Sanctuary. Warum wird in Sanctuary keine Powerrüstung angezeigt? Ich weiß, dass ich da eine Powerrüstung stehen habe, eine funktionstüchtige. Ich war nämlich dabei, die auf bleiverkleidet auszubauen, sodass wir im roten Meer... leuchtenden Meer, ich sag schon rotes Meer, komme ich darauf, dass wir im leuchtenden Meer nicht so viel Strahlungsschaden nehmen, weil da ist ja alles verseucht und verstrahlt, wie deine Mutter. Aber das wusstest du schon. Tief drin wusstest du es immer. Du darfst gerne weinen, es ist in Ordnung. Wir alle weinen, weil deine Mutter tief drin, was auch immer. Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Aber ihr habt es nicht vergessen. Ihr könnt sich zurückspulen. Kann ich auch, aber erst nachher, wenn ich die Aufnahme beendet habe. So, wo ist meine Pover-Rüstung? Wo habe ich denn die... Da steht sie doch rum. Ist doch alles beim Alten. Ist doch genau da, wo sie hingehört. Ich will mich vorher nochmal entgiften. Ich bin immer so super vergiftet. Ah. Herrlich. Herrlich. Einfach herrlich. Was? Nö, ich sagte einfach herrlich. Hör doch mal zu. Laserküken, Baby. Und jetzt muss ich eine Runde schlafen, aus domestischen Gründen. So. Ah, sind wir gut ausgeruht, Baby. Und jetzt bastel ich mich. Ich hoffe, ich habe genug Blei in diversen Orten gefunden, damit wir die voll verbleien können. Das war doch, glaube ich, mein Plan, ne? Und ich wollte natürlich, wollen wir auch alles auf MK6 ausbauen. Yeah. Knall rein den Scheiß, Baby. Das war alles noch unbehandelt, aber ich muss es unbedingt. So, das muss auch noch auf MK6. So, unbehandelt, von wegen unbehandelt, da kommt nämlich Bleiverkleidung ran. Siehst du, erhöht die Strahlungsresistenz und zwar gar nicht mal wenig. Und es braucht eine Menge Blei. Ich hoffe, wir haben genug Blei für alle Teile. So, markiere ich Blei mal für die Suche. Kann ich nicht. Ach so, weil wir genug davon haben im Moment. So, wir knallen die Bleiverkleidung rein. Und als Extras bauen wir für das linke Bein. Kalibrierte Stoßdämpfer erhöht die Trägerkapazität. Das ist natürlich lecker. Explosive Entlüfter. Was wird da geschossen? Erhöht den Schadensradius von Einschlagsladungen. Entschuldigung, er wird gerade geschossen. Da kann ich gerade nicht, das kann ich gerade nicht ignorieren. Wird meine Siedlung angegriffen? Wenn ja, wann und von wem? Und wer tut etwas dagegen? Achso, natürlich. Und wenn ich extra meine Arbeit unterbreche, dann hört plötzlich das Gescheiße auf. Und hier steht er doof rum. Ich sollte jetzt wirklich. Scheint wirklich was zu werden. Murphy hat Wort gehalten, Kent. Keine Camps.
Und auch kein drittes Auge. Das finde ich super löblich von dir, dass du keine Camps mehr nimmst. Und ich könnte auch noch einen neuen Begleiter mitnehmen, eigentlich mal wieder. Wobei neu, die sind ja alle super neu, sind sie nicht. Ich kenne sie alle schon, aber ich bin ja sehr lange mit Nick unterwegs gewesen. Ja. Absichtlich auch. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich will eigentlich wirklich gar nicht ein bisschen handeln, aber Cotsworth wollte mit mir reden. Cotsworth. Cotsworth. Darf ich Sie begleiten, Sir? Ich frage erstmal, ist alles in deinem Sinne? Weißt du was? Dann komm mit. Ja. Komm mit mir, mein Freund. Lass dich nicht ja, mir auch. Kommandieren, Cotsworth. Genau, Cotsi. Lieber als das, Mr. Valentine. Mr. Valentino. Mr. Valentine, bleib bitte hier in Sanctuary Hills. In Sanctuary Mills. Mills. Gerade nicht. Ja, mit anderen muss ich gerade. Curie ist zwar sehr nett, aber ich will erstmal mit Cotsworth ein bisschen durch die Gegend. Wo habe ich jetzt mein Drehbuch hingelegt? Weiß ich nicht.